So, herzlich willkommen zurück zur Bus Simulator und wir machen heute weiter mit der Mission Abheben. Ja, wir sind nicht mehr, wir haben jetzt ein bisschen zu fahren und zu machen, ein bisschen vorzubereiten. Liegt aber daran, dass wir heute nur Routen bauen und Busse kaufen und verkaufen, wie auch immer, hin und her schieben. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen heute Citroën Flughafen Hauptbahnhof mit mindestens 3 Routen verplanen. Okay, machen wir das doch. Wir müssen heute also nicht fahren, sondern wir müssen heute nur ZOB. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Erste Route. Zweite Route. Jetzt fährt der NPC den Bus weg. So, Route erstellen. Erstmal das. Hauptbahnhof. Dr. Doylstraße. Zentraler Busbahnhof. Und der geht nach Autor. Route Nummer 2. Route Nummer 3. Ist quasi der Flughafen. Aber ich kann nicht ohne Probleme machen. Ja, das Hauptbahnhof ist hier. Und der ZOB. Gut. Das heißt, ich muss jetzt. Warte mal. So. Ja, der ZOB muss doch mal umgeplant werden. Verbundene Routen anzeigen. Expansion, die kannst du ja rausnehmen. Das heißt, wir nehmen die Mission Expansion raus. Ich brauche hier nicht so viel Geld. So. Wir müssen als nächstes noch eine Route bauen. Und die fahren wir jetzt das ganze Thema andersrum. Route erstellen. Zentrale Busbahnhof. Pferdemühlengasse, Ambertor. Hauptbahnhof. Und ab zum Airport. Flughafen. Und damit ist diese Mission. Ist egal. Nein. Warte mal, lass die Busse fahren. So, damit haben wir die Mission in den ersten Teil schon mal erledigt und der nächste Teil ist relativ easy. Ihr müsst Busse kaufen und verkaufen. Und zwar braucht ihr 20% eurer Busse als Elektrobus. Wir haben momentan ein Budget von 636.000. Ich gehe mal kurz auf meine Garage. Ich habe 6 von 7. 20% auf 8 wären 2. Also die 2 von 10. Das heißt, wir brauchen 2 Elektrobusse und einen normalen Bus. Sprich 3 Busse. Genau, 7 brauchen wir ja. Also 2 Elektrobusse kaufen und einen normalen. Also wir brauchen 3 Busse, wenn es möglich ist. Wenn es budgettechnisch passt. Wir hüpfen mal ganz kurz. Dann zum Busdealer meines Vertrauens. So, ihr habt die 3 Routen jetzt gesehen. Die habe ich euch relativ zeitnah erstellt. Und jetzt gucken wir mal, was wir Busse kriegen. Die Frage ist, wie teuer sind die? Wie teuer sind Elektrobusse? Ich brauche 2 Stück. Liebe Leute. Hier ist ein Elektrobus. Der kostet 390.000. Das wird eng, ne? Wir müssen Busse verkaufen. Das heißt, wir werden gucken, dass wir jetzt nochmal einen Bus verkaufen. Ich werde doch einen Verkauf verticken. So. Das heißt, was haben wir denn für Busse? Busfahrzeugwechsel. Was haben wir denn verplant als Bussen? Das heißt, wir nehmen den hier und verkaufen. Na? Ja. So, sind bei 300.000. Ich habe jetzt 6 Busse.
Wenn ich jetzt 2 von 8 habe, bin ich bei einem Viertel, bin ich bei 25%. Also ich kaufe 2 Elektrobusse, dann habe ich die Mission erledigt. Das ist jetzt der Plan an der Sache. So, kaufen. Dann kaufen wir als erstes erstmal diesen hier. Würde ich sagen. So. Wir kaufen den hier. Wie gesagt, mindestens. Mindestens. Das ist dann die. Und dann hätten wir schon die Mission abheben. Erfolgreich erledigt. Ist zwar nur eine kurze Mission, aber einmal. So, dann nehme ich den jetzt hier raus und fahre den, dann kaufe den zweiten Elektrobus. So. Jo. Und kaufe mit dem zweiten Elektrobus, ich habe ja den jetzt hier gekauft, kaufe einen Volvo. Würde ich sagen. Jo. So, Volvo gekauft. Und damit hätten wir die Mission auch erledigt, würde ich sagen. Ja. Passt. Hallo, Michael hier. Die Flughafenroute hat extrem gut funktioniert. Ja. Ich habe sie sogar selbst ausprobiert. Ich hatte die Idee, Vorschläge für neue Routen von den Anwohnern zu sammeln. Okay. Der häufigste Vorschlag war, eine Nachtlinie zwischen Kernstadt und der Altstadt einzurichten. Lass uns Okay. eine solche Route erstellen und sie mit dem Flughafen verbinden. Dann können wir auch gleich verspätete Passagiere mitnehmen. Während du dich darum kümmerst, versuche ich, die Verhandlungen für die Sonnstein-Haltestellen abzuschließen. So, das, was ich euch schon in der letzten Folge angekündigt habe, ist natürlich jetzt schon wieder, ist schon wieder dabei. Wir haben als nächstes die Route. Ah, ne, lasse ich den mal. Ich lasse die jetzt auf 3. Die kostet 3, bringt mir 12.000. Ja, es ist eigentlich kein Problem. Die Mission Partybus. Und zwar sind das 2 Routen, die erstellt werden müssen: Airport Ulta und Gerststadt. Brauchen wir einen Zahltag? Und dann eine Route. Wir machen den ersten Teil davon, würde ich sagen. Oder machen wir den ersten? Machen wir den ersten? Wir erstellen erstmal die Route mit den 13 Haltestellen. Da wir jetzt gerade ein bisschen kurz dabei sind, es sind jetzt gerade mal so 5 Minuten oder so vielleicht, weil wir gerade die 2 Busse nur gekauft haben und die Route erstellt haben. Machen wir zumindest den ersten Teil. Und zwar erstelle ich jetzt. Nee, weißt du was, liebe Leute? Es tut mir leid, dass wir heute wirklich nur so ein kurzes Ding jetzt gerade haben. Das ist einfach die Mission, die jetzt nur so leicht war. In der nächsten Folge geht es ja weiter mit dem Partybus. Das ist eigentlich nicht das Problem, eine Route mit 13 kann ich schon erstellen, das kriegen wir hin. Wir brauchen ja eine lose Verlänger. Wir haben hier irgendwo eine 10er, glaube ich, mit drin oder 11er, wie auch immer. Obwohl, wir machen die ersten beiden Sachen einfach zusammen. Wir stellen einfach einen Zeittag, Airport und Kerststadt, bauen die einfach zusammen. Und dann als letzte Aufgabe haben wir das, was ich gesagt habe: jetzt auf 2, 3, jetzt auf 4. Auch das ist nicht das Problem eigentlich. Und dann haben wir es eigentlich mehr oder weniger. Ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und das tut mir leid, dass es wirklich so kurz war. Und jetzt geht's dann in den Partybus ab morgen um 16 Uhr. Bis dann.